Er sagt so was. Meine Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zum 1500 Abonnenten-Special. Es ist eine unglaubliche Zahl, ja, deshalb habe ich mir auch selbst nach jetzt schon über 4 Jahren nicht geträumt, ja, dass ich irgendwann mal 1500 Abonnenten habe. Das ist eine wirklich unglaubliche Zahl. Und seitdem ich wieder aktiv versuche, Videos zu machen, und das hauptsächlich im November zum Stocken kam, wegen den ganzen Transportfieber-Livestreams, möchte ich mich dafür nochmal entschuldigen, aber ich habe jetzt vor, in den kommenden Wochen zumindest mal die 3 Transportfieber-Videos rauszubringen und zudem samstags ein Tipps und Tricks-Video, was ihr ja bereits gewöhnt seid. Ob es Train Fever weiterhin geben soll, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Da bin ich noch so ein bisschen am Zweifeln, auch an mir selbst, ob ich Train Fever nochmal starten möchte. es ist auch wirklich unglaublich, was ich so in den letzten Wochen, Monaten auch mit dem Thema Livestream entwickelt hat. Ja, also ich bin so, wie es jetzt ist, mit den Settings zufrieden. Ja, ich höre ab und zu noch von den Zuschauern auf YouTube, dass die Qualität nicht so gut ist, aber das liegt halt daran, dass YouTube eigentlich mit einer größeren Bitrate arbeiten könnte. Und ich aber wegen Twitch und wegen meines Internetanschlusses leider nur mit 3000 bis 3100 Kilobits streamen kann. Aber den Leuten, die da auf jeden Fall im Livestream sehr oft dabei sind, ich nenne es mal ein paar, ja, Fabi ist ja da, auch immer, CS Nico ist da, Natures ist da, Tina ist auch oft da, da gibt es jede Menge, Data ist da, Slow Drafi ist da, ja, Max ist da, also es ist wirklich eine, wen ich jetzt nicht genannt habe, es tut mir leid, es ist einfach wirklich eine schon recht ordentliche Community, die sich auch im Livestream zusammentut. Das ist auch wirklich schön. Und es sind einfach manchmal auch so viele unterschiedliche Namen, die kann ich mir einfach nicht merken. Ja, also ihr seid alle angesprochen, die im Livestream mitwirken. Und ganz speziell auch an dich, Lika, und nochmal danke für deinen Support als Moderatorin. Auch wenn jetzt dein PC ein bisschen den Geist aufgegeben hat. Das tut mir jetzt wirklich leid. Es ist ein bisschen scheiße gelaufen. Aber ein herzliches Danke auch an dich. So, aber es geht ja schließlich bei den 1500 Abonnenten nicht um mich, ja, sondern es geht natürlich um euch. Und ich habe Urban Games angeschrieben, ob sie nicht ein kleines Special für mich hätten. Und sie haben mir unglaubliche 5 Keys für Transportfieber zugeschickt. Und das ist echt unglaublich. Also 5 Keys, das hätte ich jetzt nie gedacht. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ein Key ist ja okay, aber zwei, aber 5? Es ist ja... Uiuiui. Zudem bin ich mit Urban Games noch am Schreiben wegen Updates, wegen Verbesserungen und wegen meinen alten Safe Games. Wer im Livestream dabei ist, der weiß, dass meine alten Safe Games nicht mehr laufen. Speziell die Stuttgart Map und die Community Map, wo wir die 7 Städte über 10.000 haben. Die würde ich jetzt eigentlich gern abgeben, weil das war halt schon... Ja. Und bei der Stuttgart-Map würde ich jetzt noch sagen, okay, weil die Stuttgart-Map bauen wir nach dem Ruhrgebiet eh neu. Aber gut. Zudem nochmal danke an Wizard, der sicherlich dieses Video auch sehen wird, für die Unterstützung im Bereich Modding, ja, oder Skripten. Da bin ich dann doch schon ein ganzes Stückchen näher getreten in Sachen Mods in Transportfieber. Da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. So, aber wie gesagt, es geht ja um dieses Giveaway. 5 Keys, das heißt 5 Gewinner, 5 unterschiedliche Gewinner. Das heißt, wenn ich dann nachher bei der Auslosung die gleichen Leute ziehe, dann gilt das leider nicht, ja, so leid es mir tut. Ja, aber was müsst ihr machen? Ihr müsst natürlich Abonnent von hier sein. Ihr habt auch noch eine kleine Frage, die ihr beantworten müsst. Und zwar unten in die Kommentare. Und zwar werde ich dann danach, wenn das Giveaway vorbei ist, das heißt am Tag der Auslosung, nehme ich mir ein Programm zur Hand und sortiere die ganzen Kommentare mal zusammen. Und zwar genau nach dieser Antwort.
Und ja, wenn ihr irgendwas hinschreibt mit hier, ich will das Spiel haben, das wird dann natürlich aussortiert. Das ist natürlich klar, weil die Abonnenten, die ja dann auch wirklich hier zuschauen, ich habe mal gesehen, so das Let's Play, das hat ja immer so 120 Aufrufe oder ja, das ist ja brutal, hätte ich nie gedacht. Das ist wirklich unglaublich und vor allem seit November steigt halt die Abonnentenzahl, die Viewerzahl steigt wieder. Also es macht auch richtig Spaß, Videos zu produzieren. Auch wenn sie manchmal eine Woche nicht kommen, ja, dann liegt es einfach an zeitlichen Gründen. Oder ihr merkt es selber, die Livestreams sind sehr oft. Aber gut. Also nochmal, ihr müsst Abonnent sein. Und die Frage lautet, wie heißt denn unsere Hauptstadt in unserem Let's Play? Ja, und falls ihr jetzt nicht wisst, wir haben doch da vier Städte angeschlossen. Und ich meinte natürlich die Stadt, wo wir die letzten Folgen den Hauptbahnhof umgebaut haben. Wenn ihr den Namen wisst, einfach unten in die Kommentare schreiben, dann habt ihr die Chance auf ein Key von Transportfieber. Den könnt ihr natürlich selber verwenden, ja, wenn ihr das Spiel noch nicht habt. Und ihr könnt es an Freunde weiterschicken. Das ist mir eigentlich recht egal, was ihr dann mit den Keys macht. Und ja, das wär's eigentlich schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Ach ja, doch, halt, Moment. Ha. Die Auslosung geht bis zum Montag, den 13. Ein Grund, warum das so lang geht. Ich bin nächste Woche im Urlaub. Das heißt, da kann ich leider keine Verlosung machen. Und da werde ich auch ziemlich wenig Internet haben. Hauptsächlich dann wahrscheinlich am Abend da ein paar Videos anzugucken oder so. Deshalb nächste Woche auch. Keine Livestreams, aber am Wochenende am Samstag. Wie ihr schon Bescheid wisst. Am Freitag geht leider nicht. Ich habe im letzten Livestream angekündigt, dass Freitag noch ein Livestream ist, aber okay, da habe ich mich versprochen. Ja, also wenn dann Samstag. Zudem möchte ich mich nochmal hier äußern und zwar an alle Leute, die neu bei Transportfever sind. Falls ihr irgendwelche Ideen habt für die Tricks und Tipps und Tricks-Serie. Dann einfach mal bitte unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt selbstverständlich zwei Kommentare schreiben. Einmal mit der Antwort von dem Giveaway und einmal könnt ihr dann hinschreiben, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Ja, aber bitte nicht in einem Kommentar. Bitte nicht. Dann macht lieber zwei. Das ist mir dann egal. Ja, aber macht zwei. Und auch an alle, die Regionen nachbauen. Der liebe Hans Dampf aus dem Forum hat mich gestern mal angeschrieben wegen ein paar Videoideen. Finde ich auch mega geil, seine Ideen. Deshalb, wer irgendwelche Regionen von Deutschland, von irgendwo nachbaut, einfach mal entweder im Forum wäre am besten, ja, oder auch einfach unten in die in die YouTube-Kommentare reinschreiben. Dann können wir uns ein bisschen verständigen, weil da haben wir so ein paar Ideen und die würden wir hauptsächlich mal umsetzen, wenn die Maps fertig sind. Ich habe auch schon ein bisschen größeren YouTuber angeschrieben, der auch Transportfieber spielt. Mal schauen, ob der Interesse zeigt. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, aber nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die abonniert haben und an alle, die hier dieses Video angeschaut haben. Wir sehen uns beim nächsten Giveaway, das höchstwahrscheinlich bei 2000 sein wird. Ich denke aber mal, das wird noch ein bisschen dauern, ja, außer ich mache noch irgendwas ganz Spezielles. ja, das war's. Ich wünsche allen viel Glück und bis zur Verlosung. Ciao.